herzlich zu diesem Interview. Gleich zur ersten Frage. Sie behaupten in Ihrem Buch, die Gender Studies seien gar keine Wissenschaft. Das ist eine ziemlich provokante Aussage. Wie begründen Sie dies? Ja, ich habe ja schon im April 2015 im Humanistischen Pressedienst diesen zensierten Artikel publiziert, Universitäre Pseudowissenschaft, und beruf mich da halt auch zunächst mal auf die Diskussion in San Jose. Aber man muss eigentlich nur die Schriften der Vertreter der Genderlehre an deutschen Universitäten lesen. Das bekannte Buch von Nina Degele, Gender and Queer Studies, liefert die Antwort. Die Autorin schreibt sinngemäß, dass die Gender- und Queer-Studies ja eigentlich gar keine echte Wissenschaft sein wollen. Sie haben Probleme mit der Wissenschaft, Wissenschaftlichkeit. Und wenn man es jetzt genauer analysiert und entkoppelt von diesen Schriften, sieht es doch wie folgt aus. John Money hat 1955 behauptet, wir kämen geschlechtsneutral zur Geburt, zur Welt, würden dann erzieherisch in männlich richtig, weibliche Richtung geprägt, und diese Geschlechter seien letztlich variabel ineinander überführbar, heute Mann, morgen Frau. Das alles hat er doch mit seinem David und Bruce Reimer Experiment widerlegt. Er hat seine Theorie der geschlechtsneutralen Geburt mit anschließender erzieherischer sexueller Prägung, wie er gesagt hat, selbst ad absurdum geführt. Der kastrierte Junge, Bruce, später Brenda, in Anführungsstriche, später David Reimer, die Geschichte habe ich im Fachbuch dargelegt, hat sich als Kastrat nie als Mädchen gefühlt. Obwohl er Hormone bekommen hat, hat sich der kastrierte Junge immer klipp und klar als Mann definiert. Ich kann Ihnen klipp und klar sagen, warum. Weil wir wissen, Biowissenschaftler wissen, dass vorgeburtlich das primär weiblich angelegte Menschenwesen über das Y-Chromosom umgepolt wird, die Gonaden werden umgepolt, das Gehirn wird umgepolt. Und es ist klipp und klar und jenseits aller Zweifel, dass der kastrierte junge Mann, der sich das Leben genommen hat mit 38, wie auch sein Zwillingsbruder, sich im Hirn als Mann gesehen hat. Das Hirn war bereits vorgeburtlich vermännlicht. Wenn jetzt an Universitäten gelehrt wird, dass dieser Manneismus in andere Worthülsen gekleidet eine Wissenschaft sei, dann kann ich immer noch sagen, Leute, guckt euch die Urquellen an. Ich habe sie in übersetzter Form der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Wohl wissen, dass Fachbücher Totnummern sind, aber gut, damit muss man leben. Dann kann man da nicht von Wissenschaft sprechen. Außerdem gibt es noch ein anderes Kriterium. In allen Wissenschaften, nicht nur in der Naturforschung, sondern auch zum Beispiel in der historischen Wissenschaft, gibt es eine klare Fragestellung. Dann wird ein Problemlösungsverfahren eingesetzt, zum Beispiel Experimentalanalyse, zum Beispiel Quellenstudium. Und dann wird eine präzise formulierte Frage klar beantwortet, im Idealfall. Meistens werfen sich neue Fragen auf. Genau diese Frage, das Problem, wie man Fragen löst, ist bei den Gender Studies für mich nicht erkennbar. Ich kann in diesen Büchern, wenn ich sie durchlese, ich habe die wichtigsten besorgt, dieses Problemlösungsverfahren, wie es eben in den Wissenschaften üblich ist, auch in den Teilen der Geisteswissenschaften, nicht wiedererkennen. Und das geben eben namhafte Vertreterinnen auch zu. Letztlich erforschen sie sich selbst. Meistens, nicht immer, aber meistens sind es lesbische, kinderlose, privilegierte Damen. 75% aller Frauen lehnen diese radikal-feministische Ideologie ohnehin ab. Das ist auch ein Paradoxon, ja? Eine Minderheit von Frauen möchte die Mehrheit befreien, aber die Mehrheit lehnt wiederum die These der Minderheit ab. So sieht es in der Realität aus. Und aus diesen und anderen Gründen ist das für mich ein Fall für Pseudowissenschaft, genau wie die Theologie.
Man kann doch nicht allen Ernstes die Lehre von einem männlichen, gasförmigen, nicht beweisbaren, allwissenden, imaginären, biblischen Geistwesen zu einer Wissenschaft erklären. Die Theologie ist genauso wenig eine Wissenschaft wie die Gender Studies. Ich würde aber zugestehen und es begrüßen, wenn man zum Beispiel Religionswissenschaft betreiben könnte an Universitäten, unabhängig von der Theologie. Also die Frage analysieren, quellenhistorisch, psychologisch, biologisch. Warum sind 90% aller Menschen gläubig? Warum gibt es so wenige vernunftbegabte Männer und Frauen, die diese Mythen und Märchen nicht benötigen und trotzdem gesund leben können? Genauso wäre es sinnvoll, die Geschichte der Frauenbewegung akribisch zu studieren. Selbstverständlich bin ich ein harter Verfechter der Gleichberechtigung. In der Theologie geht es ja auch nicht darum zu zeigen, dass es Gott gibt. Das wird einfach schon vorausgesetzt. Ja, genau. Das heißt, ein Kriterium der Wissenschaft ist ja auch die Ergebnisoffenheit. Richtig. Die fehlt ja. Die fehlt in der Theologie, die fehlt bei den Gender Studies. Schauen Sie, mit welcher dummdreisten Naivität man hingeht. Und die Gender-Biomedizin, also die Erkenntnisse, die auf den Unterschieden von Mann und Frau basiert, die werden in den Gender Studies quasi mitgelehrt. Ja, man geht also davon aus, dass es keine Männer und Frauen gibt, alles offen. Es gibt viele Geschlechter. Geschlechter sind umwandelbar, heute Mann, morgen Frau. Ja, also Männer können auch gebären im Prinzip, alles das Gleiche. Bringt dann aber Beispiele aus der Gender-Biomedizin, die auf den Unterschieden basiert und mixt das Ganze ab. Und das liegt auch daran, dass in den Gender Studies, soweit ich die Quellen gelesen habe, natürlich immer nur keine klaren Definitionen zu finden sind. Nicht mal die saubere Definition von John Money, dem Urvater, dem Gott der Genderlehre, das psychosoziale Geschlecht. Gender ist das psychosoziale Geschlecht, unabhängig von der Biologie, prägbar nachgeburtlich. Selbst diese Definition musste ich erst bei John Money nachlesen. Ich habe in diesem Redeschwall, in diesen Worthülsen, in diesem Mischmasch von Blabla kaum irgendeine greifbare Definition gefunden. Deshalb bleibe ich bei meiner provokativen Aussage. Es ist eine universitäre Pseudowissenschaft, letztlich eine Degenerationserscheinung des gesamten Forschungsbetriebs und auf Dauer rufschädigend. Also die Gender-Biomedizin, die ja von evaluierten unterschiedlichen Menschentypen ausgeht, ja, die wird von den Gender Studies dann auch vereinnahmt. Ja, die wird vereinnahmt. Das hört sich ja an wie ein Paradoxon. Das ist das zentrale Gender-Paradoxon in meinem sogenannten Fachbuch. Dass jene Personenkreise, die die Unterschiede von Männern und Frauen leugnen, die Erkenntnisse der Gender-Biomedizin quasi als Beleg ihrer These anführen. Das ist komplett unverständlich, wenn man eben naturwissenschaftlich ausgebildet ist, wenn man weiß, wie biologische und medizinische Forschung ergebnisoffen funktioniert, wenn man weiß, dass Theorien immer nur auf empirischen Fakten basieren können und die Gotthypothese, um ein Beispiel zu bringen aus der Theologie, die Gotthypothese ist eben nicht empirisch begründbar. Es ist keine Hypothese, es ist ein Hirngespinst. Man könnte es vielleicht als Imagination bezeichnen. Und genauso behaupte ich jetzt mal ganz frei, das habe ich auch in meinem Buch getan, dass der Glaube an ein nicht biologisch determiniertes menschliches Wesen, also an der Glaube daran, dass man Männer und Frauen gleichstellen kann, Gleichstellung heißt das Wort, das Schlüsselbegriff, hat mit Gleichberechtigung nichts zu tun. Diese Gleichstellungsdogmatik, die halte ich für genauso widersinnig, wie eben zum Beispiel der kreationistische Grundtypenglaube. Ja, Sie haben das ja eben gerade erwähnt, Gleichstellung und Gleichberechtigung sind offenbar nicht das Gleiche. Das sind grundverschiedene Dinge, die immer durcheinander gemixt werden. 1945 wurde in San Francisco, meiner zweiten Heimat, von der UN in einer Präambel die Gleichberechtigung von Mann und Frau festgeschrieben. Sie ist in den 50er Jahren in Deutschland im Grundgesetz verankert. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ich bin ein ganz
strenger Verfechter der Gleichberechtigung von Mann und Frau, habe auch in meinem Genderbuch die Geschichte der Frauenrechtebewegung akribisch aufgearbeitet. Ich halte es für einen ganz wichtigen Punkt. Frauen dürfen als primäres Geschlecht dazu noch, ja, der eigentliche Mensch ist die Frau. Und sie dürfen natürlich in keinster Weise vom sekundär abgewandelten Mann, ja, der nicht gebären kann, von den gebärunfähigen Variationengeneratoren, von den Spaßvögeln, ja, wir sind nichts anderes als Spaßvögel, die Vielfalt schaffen, rein biologisch betrachtet, unterdrückt werden. Es geht überhaupt nicht an. Ich bin also ein Verfechter der Gleichberechtigung. Der Begriff Gleichstellung, der wurde auf einer radikal-feministischen Weltfrauenkonferenz-Session in Peking, also 1995, also 50 Jahre später, geprägt. Die Gleichberechtigung respektiert die biologischen Unterschiede im Sinne der Gender-Biomedizin. Ja? Mann und Frau als grundverschiedene evolvierte Menschentypen, charakterisiert durch einen Sexualdimorphismus, durch Unterschiede und die Anisogamie, die Unterschiede in der Gametengröße. Die Gleichstellung geht jetzt aber davon aus, dass es keine Unterschiede gibt und deshalb können Männer und Frauen die exakt gleichen Stellen einnehmen. Auch biologisch, völlig absurd. Also es gibt also Vertreterinnen, die behaupten jetzt, ganz neues Beispiel, wenn also eine Frau die Muttermilch abpumpt und der Mann dann das Baby füttert, das wäre dasselbe. Das ist komplett kreationistischer Unfug, der in schärfster Form zurückgewiesen werden muss. Die Mutter-Kind-Bindung ist die stärkste Affiliation, die es in der Evolution jemals gegeben hat. Und Männer sind in der Regel, ich spreche vom Durchschnittsmann, nicht von Extrembeispielen, Männer sind in der Regel nicht durch einen Mutterinstinkt ausgezeichnet und können in der Regel, es mag Ausnahmen geben, diese Mutterfunktion in gar keinster Weise übernehmen. Ich bin also strikt gegen die Gleichstellung, aber ein vehementer Verfechter der Gleichberechtigung. Gibt es denn auch Gleichstellung im Sinne von Gleichstellung in beruflichen Bereichen? Selbstverständlich müssen Männer und Frauen gleichberechtigt sein. Keiner Frau darf es verwehrt sein, Ingenieurin zu werden und von mir aus Vorstand von irgendeiner großen Firma zu werden. Darf sie natürlich, gleiche Rechte für alle. Aber hinzugehen, die biologischen Unterschiede zu leugnen, im Sinne von John Money, von der geschlechtsneutralen Geburt und erzieherischer Prägung zu sprechen und dann normal gebliebene Frauen mit einem ganz natürlichen Kinderwunsch, das ist ein evolutionäres Erbe, praktisch zu vergewaltigen geistig und zu sagen, ihr müsst jetzt Ingenieurinnen werden über die Quote. Und wenn ihr euch dazu entscheidet, euch um eure Kinder zu kümmern, dann seid ihr zweitklassig oder schlecht. Das halte ich für absolut unakzeptabel. Das ist für mich eine faschistische Ideologie. Und jeder Mensch sollte sein Potenzial nutzen dürfen. Wenn eben eine Frau sagt, sie ist gern Mutter und kümmert sich um die Kinder, muss man das respektieren. Genauso wie eine Frau, die sagt, ich möchte Ingenieurin werden und Vorstandschefin werden. Ich würde niemals dagegen plädieren, dass man Frauen, die Qualifikation haben, da irgendwie benachteiligt. Gleiche Rechte für alle, aber nicht eine Zwangsquote mit einer aufgedrückten Gleichstellung, denn Frauen können nicht Kinder zeugen, Männer können nicht gebären. Eine gleiche Stellung im entscheidenden Überlebensprozess, nämlich dem Hinterlassen von Nachkommen, ist biologisch ausgeschlossen. Das geht nur bei meinen Lieblingen. Das sind die Regenwürmer und die Blutegel. Da gibt es echte Hermaphroditen. Hätte sich John Money darüber gefreut, hat aber alles nicht gewusst. Und da sind wirklich die Zwitter bei der Kopulation gleichberechtigt und gleichgestellt. Dazu habe ich einige Research Papers publiziert. Können Sie alles nachlesen im Internet. Ja, also bei Gleichberechtigung geht es ja auch um
möglichst gleiche Ausgangschancen und dann entwickelt sich jeder so nach seinen, gemäß seinen Fähigkeiten. Kann man Gleichstellung auch dann so verstehen, dass dann von oben herab bestimmt werden soll, jetzt müssen in verschiedenen Bereichen 50% Frauen, 50% Männer zum Beispiel tätig sein in Führungspositionen, denn das wird ja sicherlich nicht gefordert werden, zum Beispiel für Bauberufe, also 50% Maurerinnen, Straßenbauerinnen. Hier geht es wahrscheinlich eher um Führungspositionen. Selbstverständlich. Um eine Quote zu erzeugen mit einer Gleichstellungspolitik. Also selbstverständlich müssen die evolutionär herausgebildeten Funktionen von Männern und Frauen, die in ihren Kindern nachleben und somit einen Life Cycle, einen Lebenszyklus durchlaufen, respektiert werden. Leben heißt in der Biologie, in seinen Nachkommen weiter existieren. Kinderlose werden in der Evolution als Evolutionary Dead Ends bezeichnet, als Sackgassen der Evolution. Der Begriff stammt nicht von mir, den habe ich aus der Fachliteratur. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sagt, ich empfinde keinen Kinderwunsch, ich möchte als Physikerin, Ingenieurin, als irgendwas Karriere machen. Wunderbar, man darf ihr gemäß dem Gleichberechtigungsgrundsatz keine Steine in den Weg legen. Aber genauso, bitteschön, müssen wir die normal veranlagten, normal heißt den Mittelwert einer gaußschen Verteilung repräsentierenden Frauen ernst nehmen, die sagen, ich möchte gern Kinder, ich möchte mich um die Kinder kümmern und eine Karriere ist für mich zweitrangig. Das wird aber nicht getan. Was wir derzeit haben, ist eine massive Diskriminierung jener Frauen, die Kinder und somit Steuerzahler hinterlassen und somit das gesamte System aufrechterhalten gegenüber jenen, die in der Regel kinderlos bleiben. Und diese ungerechte Diskriminierung der echten Leistungsträger in der Gesellschaft, das sind nämlich jene, die Kinder hinterlassen, denn Kinder großziehen ist eine viel größere Leistung, als irgendwo in einer Blabla-Runde zu sitzen und dickes Gehalt abkassieren. Wenn man Fehler macht, kriegt man eine Abfindung. Ja, eine Mutter, die Fehler macht, kriegt keine Abfindung. Die hat ein zerstörtes Kind. Dass man da praktisch auf die natürlichen Verhältnisse von Mann und Frau derart Druck ausübt, dass man Frauen unter Druck setzt, Männer unter Druck setzt, die sich der Karriere widmen. Das halte ich für eine geistige Vergewaltigung des Menschen. Das ist für mich Faschismus pur und dagegen müssen wir einfach mit guten Sachargumenten vorgehen. Das widerspricht auch dem Freiheitsgrundsatz. Jeder Mensch sollte die Freiheit besitzen, hier in Deutschland sein Potenzial voll auszuschöpfen. Wenn er homoerotisch gepolt ist, bitteschön, kann er das tun. Wenn er eine Frau, die sagt, ich möchte 5 Kinder, ich möchte den Kindern widmen, bitteschön, soll man das respektieren. Keine Diskriminierung normaler Frauen und auch jener Männer, die sich mehr der Karriere als dem nicht vorhandenen Mutterinstinkt zugewandt fühlen. Einschließlich natürlich auch der Tatsache, dass ich Respekt habe vor all jenen Männern, die sagen, ja, ich verzichte auf mein Fortkommen und ich kümmere mich um die Kinder. Auch das muss im Rahmen der Gleichberechtigung von Mann und Frau toleriert sein. Aber bitte keine 50-50 Quote von der EU von oben herab. A la John Money, der Mann war ein Verbrecher. Ich sehe nicht ein, dass man eine Staatsreligion, eine Staatsideologie hier mit Millionen Geldern fördert, die ad absurdum geführt worden ist von ihm selbst. Hätte sich nämlich der kastrierte, östrogenbehandelte Bruce Brenda Reimer zu einem gesunden Mädchen entwickelt, wäre ein Funken Wahrheit an der Ideologie. Das Ganze ist aber nicht der Fall. Das Ganze hat in einer Katastrophe geendet, ein Doppelselbstmord. Eine Irrlehre, die auf einem Doppelselbstmord basiert, hat in Deutschland nichts verloren, in den USA nicht schon lange, von diesem Unsinn distanziert. Der Manneismus in den USA ist tot, erlebt aber in Deutschland fort. Da sind wir ja mitten in der Politik. Ja. Und wenn wir von Politik reden, dann kommen wir direkt zu dem Begriff Gender Mainstreaming. Ja. Was für eine Bedeutung hat dieser Begriff? Ja, da kommen wir dazu zu unseren Studienobjekten, den Kreationisten zurück, denen ich viel zu verdanken habe.
Ne? Also meine ganze Karriere war dadurch natürlich bereichert. Die Kreationisten machen ja doch genau das Gleiche. Man verwendet Begriffe, die nach Wissenschaft klingen, die keiner versteht. Die Kreationisten sprechen von den genetisch polyvalenten Stammformen, die der biblische Schöpfergott vor 10.000 Jahren auf einer flachen Erde erschaffen hat. Hört sich gut an. Hört sich toll an. Kann man auch problemlos in den Bekenntnisschulen verbreiten. Kreationismus ist in Deutschland ein großes Problem. Das Hauptwerk der Kreationisten, Junger Scherer, steht bei Amazon immer wieder unter Fachbüchern Biologie auf der Bestsellerliste. Unmöglich, völlig unmöglich. Zurück zu den Gender-Vertretern. Man hat damals, im Jahr 1995, absichtlich einen nicht übersetzbaren, nach Wissenschaft klingenden Begriff gesucht. Und Gender Mainstreaming lautet jetzt, ich habe die Originalquellen alle angeguckt, die sind alle zitiert in meinem Fachbuch. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt, sinngemäß, die Gender-Perspektive von Mann und Frau über politische Programme überall durchzudrücken, von oben herab durchzudrücken, nicht fragen, ob die Leute das wollen. Ein EU-Programm von oben herab. Das bedeutet aber, was heißt bedeutet Gender-Perspektive? Das bedeutet die Frau-gleich-Mann-Ideologie. Es gibt viele Geschlechter, Männer können auch Frauen sein und umgekehrt. Von John Money pur, bis hin zur Frühsexualisierung, bis hin zur Biophobie, das überall durchzusetzen. Und das haben wir ja heute in Deutschland. In Kindergärten sollen 50% Männer als Kinderbetreuer auf Stellen gesetzt werden. Einzelne Männer mögen das wunderbar und ganz toll tun können. Ich habe aber große Zweifel, ob sich da nicht pädophil veranlagte Männer finden werden. Und das geht hin bis zu den Universitäten. Ein Grund, warum wir hier massiv dagegen agieren müssen, massiv, unsere Agenda hat gerade begonnen, wir stehen am Anfang, nicht am Ende, ist, weil es die Gender-Curricula gibt. Das sind Versuche einflussreicher Feministinnenkreise, die von der manneistischen Ideologie indoktriniert sind. Die Gender-Perspektive, sind wir da beim Begriff, ja, im Hochschulbereich, selbst in der Biologie, in den Lehrplänen zu verankern. Gender Mainstreaming heißt also, Sie werden sich totlachen, wenn ich das Ihnen erzähle, bedeutet zum Beispiel, Experimente in der Physiologie feministisch interpretieren. Den Begriff Mutterpflanze zu hinterfragen. Die gesamte Biologie geschlechts zu neutralisieren. Den Glauben an die Universalität homosexueller Tiere und Pflanzen hochzuhalten. Es gibt echte homosexuelle Tiere, das sind meine Ringelwürmer, sich selbst befruchtende Anneliden, die ich selbst erforscht habe, nochmal dazu, selbstbefruchtende Anneliden, die betreiben fruchtbaren Homosex. Und das Gleiche gibt es auch bei Pflanzen. Es gibt Pflanzen, da kann man weibliche Pflanzen so modifizieren, dass sie Pollenkörner produzieren und diese homosexuellen Hybride sind fruchtbar. Das gibt es alles. Steht aber alles im Widerspruch zur Gender Mainstreaming Agenda und zur manneistischen Irrlehre. Ja, also das mit den Betreuern in Kindertagesstätten, dass das Pädophile eventuell anziehen würde, das ist eine ziemlich steile These, muss ich sagen. Denn Pädophilie gibt es ja nicht nur unter Männern, sondern auch unter Frauen. Da würde das Argument ja auch dann gelten, ne? Das sei mal dahingestellt. Ja, das müssen Sie einsehen. Also im Grunde müsste jeder... Die Kirche das gibt. Ja, das heißt, Kirche Schutz, auch. Das heißt Schutzbefohlene, ja. Die misshandelt werden, systematisch misshandelt werden. Ja. Das hatte ja auch damit zu tun, dass vielleicht bestimmte Personen sich dort hingezogen haben. Sie müssen auch hier wieder, jeder, der Gender Studies betreibt, müsste verpflichtet werden, die Werke von John Money im englischen Original zu lesen. John Money hat sich klipp und klar für Pädophilie ausgesprochen. Er hat klar gesagt in seinem Buch 1988,
dass die Pädophilie, also die Durchführung erotischer Akte mit Kindern, die noch nicht geschlechtsreif sind, Sex kann es keinen geben, weil Befruchtung ausgeschlossen. Also diese erotischen Zwangsakte, diese erotischen Vergewaltigungen von Kindern gegen deren Willen, das hat er als übersteigerte Elternliebe gerechtfertigt. Und sie finden selbstverständlich im Kreise dieser Gender-Studierenden diese Strömung noch heute. Sie müssen einfach hingehen und die Originalquellen, auch die deutschen Bücher und Schriften mal lesen. Und überall sehe ich den John Money hervorblicken. Er hat also erlebt also fort und ist sehr populär, wird aber unter den Tisch gekehrt, weil man es eben, wenn man versucht, diesen Doppelmord, den er verursacht hat, diese Selbstwiderlegung dieser absurden Thesen, das will man natürlich unter den Tisch kehren. Würde das rauskommen, wäre das etwas peinlich für die Geldgeber, aber die Deutschen neigen ja dazu, die absurdesten Ideologien zu vertreten, wenn es von oben kommt. Das wissen wir ja, kennen wir aus der Geschichte.